Es ruckelt. Warum ist die Sichtweite so hoch? Hallo, Leute. Hallo. Hallo, L.A. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Hallo, schönes Minecraft-Klavier. Schön, dich zu hören. Hallo, schönes Wasser. Und hallo, schöne Tasse Tee, die ich mir gemacht habe. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Wir haben heute ein neues Shader Pack. Ihr seht es vielleicht. Das Nostalgia 4.0 Shader Pack haben wir heute mal am Stüssel. Das ich eigentlich wirklich nur empfehlen kann. Auch wenn es hier gerade ein bisschen ruckelt. Ich weiß gar nicht wieso. Irgendwie ist das sehr, sehr unangenehm. Was haben wir da? Ein Dingens. Ein Dschungel. Und sind das da vorne? Okay, ich dachte schon, da wäre eine Chunk Border zu sehen. Oder? Nein, das ist keine Chunk Border. Das sind diese neuen, schrofferen Klippen, die mittlerweile in Minecraft vorhanden sind. Ja, da vorne haben wir noch so einen Schwarzeichenwald. Sehr interessant. Und dieses Shader Pack, das ich hier gefunden habe, das ist echt ganz hübsch, muss ich sagen. Hallo, kommen Sie bitte, Herr L.A. Ich muss auch gerade ehrlich gesagt mal ins andere Shader Pack wechseln, das wir sonst immer haben, nämlich das Sildos Vibrant Shaders. Oh, weil die Framerate ist einfach so viel besser. Ah ja, guten Tag. So, dann gehen wir einmal durch den Dschungel durch. Ich hoffe, das wird den L.A. nicht irgendwie distracten. Bambus haben wir ja mittlerweile schon. Das ist ganz gut. Jo, Heimreise geht weiter. Wir sind immer noch in der Version 1.19.2 mittlerweile, müsste das hier sein. Ziemlich sicher. Ich muss jetzt immer mal gucken, dass der L.A. auch mitkommt. Wäre sehr, sehr bitter. Wir hatten ja ursprünglich drei. Jetzt ist noch einer übrig und diesen einen, den wollen wir jetzt natürlich auch safe nach Hause bringen. So, dann muss ich mal ganz kurz gucken. Oh, wir haben echt geile Rüstung. Wo haben wir die eigentlich her? Wo haben wir diese Bombenausrüstung eigentlich her? Sind das noch die Herobrine-Sachen? Oder habe ich mir die tatsächlich selbst gecraftet? Kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Hallo? Hallo, hallo, hallo? Bitte kommen Sie mit, Herr L.A. Das wäre sehr nett. So, ist er da? Da ist er. Jo, mehr da geht nicht. Und dann paddeln wir einmal hier über den See. Interessant. Das nehmen wir doch mal mit. Ich hoffe, da sind keine Ertrunkenen mit Dreizack. Die sind nämlich saugefährlich. Guten Tag. Die haben jetzt natürlich die Kürbisse auf. Wegen Halloween-Gedöns. So, gibt's hier irgendwo mal eine Kiste für uns oder so? Hab doch immer Loot bei diesen Orten hier, oder? Okay. Nein, wir ergreifen die Flucht. Wir haben weder ein Totem dabei, noch ein Schild zum Blocken. Einen Schild natürlich. Das heißt, wir müssen das leider unbeantwortet lassen. Das lustige Speerwerfen hier. Das lustige Dreizackwerfen von unserem ertrunkenen Freund. Ja, nee, nee, nee. Ich möchte hier nichts riskieren. Am Ende sterben wir noch irgendwo im Nirgendwo. Der LA ist weg und all unser Kram hier auch. Da habe ich echt keine Lust drauf. Alter, jetzt mal ohne Scheiß. Habt ihr nicht auch für einen kurzen Moment da hinten eine Figur stehen sehen? Wenn man hier so lang fährt. Junge, Junge, Junge. Ich warte ja nur auf den Tag, an dem sich diese ganzen Späße, die ich gemacht habe mit Herobrine, an dem die sich einfach mal rächen und Herobrine wirklich zurückschlägt. Ich warte ja nur drauf, ey. Eigentlich könnten wir auch den Kopf von Herobrine einfach in unser Wohnzimmer legen. Wir haben ja einen in unserer Ender-Chest. Zusammen mit dem Drachenei. Theoretisch könnten wir auch einfach den Kopf von Herobrine im Wohnzimmer als Ausstellungsstück hinpacken. Da haben wir aktuell den Wither-Kopf auf unseren Bücherregalen. Der ist natürlich bei weitem nicht so cool. Naja, mal schauen. Hier ist viel Kohle, aber ich brauche eigentlich gar nichts mitnehmen. Glaube ich. Nee, ich denke nicht. So. Pack mal die Fackel hier weg.
Das muss ja nicht sein. Können lieber mal was zu essen da auf die Offhand legen. Dann können wir immer was schnabulieren, wenn es nötig ist. So, und ich habe jetzt schon länger nicht mehr auf die Koordinaten geguckt. Natürlich in der letzten Aufnahme das letzte Mal. Aber wir dürften ja nicht mehr allzu lang brauchen, oder was meinst du? Ich habe keinen Eimer? Wieso habe ich keinen Eimer? Aua. Autschi. Wieso habe ich eigentlich keinen Eimer dabei? Hugh Boyne! Oh no! He's real! So. L.A.? Danke. Der Hilfsgeist, wie er im Deutschen heißt. Passt natürlich zum Plagegeist. Was ist das? Warum sind da Fackeln? Wir werden es herausfinden, vermutlich. Was haben wir da hinten? Möchte mal so ein bisschen in die Richtung. Wir laufen mal einen kleinen Bogen, dass wir ein bisschen in die Richtung hier kommen. Einfach damit das da hinten ein bisschen geladen wird. Ja, ein bisschen mehr laden wäre schon schön, dass man ein bisschen sehen kann, was das sein soll. Da hinten. Was haben wir da? Was ist das? Was? Ja, super. Was ist das? Leute, macht mich doch nicht neugierig hier. Und was ist das? Ich habe gerade sehr viele Fragen. L.A., komm mit. Wir schauen uns erstmal das an und schwimmen dann, paddeln dann zurück und schauen uns das da drüben an. Was haben wir hier? Ah, das ist ein Portal, also eine Portalruine. Okay. Das ergibt Sinn. Schauen wir uns an. Interessant, die ist zwar ein bisschen underwater, aber es macht ja nichts. Sehr interessant. Goldener Apfel, ja, nehmen wir mit. Gold on top Gedöns. Reparatur. Ja, wir nehmen den Kram mal mit, warum nicht, ne? So, so. Interessant. Auch interessant, dass, wenn es unter Wasser spawnt, offenbar keine richtige Lava generiert wird, sondern hier diese Magma-Blöcke. Das ist ja auch nur sinnvoll. Denn wenn man da ganz normal Lava spawnen lassen würde, dann würde ja Instant Obsidian draus werden. So, und was ist hier? Das ist ein Pilzbiom, wie es aussieht, ne? Noch ein Pilzinselbiömchen. Aber was ich mich frage. Da waren doch gerade Fackeln, oder habe ich das falsch gesehen? Waren da nicht gerade eben Fackeln? Wie kann das sein? Also ich schauspiele hier nicht, ne? Da ist eine Fackel. Ich schauspiele hier gerade nicht. Ich weiß legit nicht, warum da eine Fackel ist. Weil ich bin der Meinung, wir haben in unserer Historie of Minecraft Let's Plays bislang noch nie ein Pilzbiom gefunden. Bis halt zur letzten Aufnahme, wo wir dann gleich zwei gefunden hatten. Was? Was? Was ist das für Stuff? Also offensichtlich waren wir hier schon mal. Sehr, sehr offensichtlich waren wir hier schon. Oder hast du uns einen Streich gespielt, wenn du hier so neckisch lachst? Wo ist er denn? Ah, da. Hast du uns einen Streich gespielt? Kann ich mir nicht vorstellen. Okay, also das da vorne, das trägt ganz sicher meine Handschrift. Was zur Hölle? Was? Ja. Aha. Interessant. So, der Kleine kommt wieder mit. Das ist gut. Oh, ich erinnere mich. Ich erinnere mich an nichts, ehrlich gesagt. Ich erinnere mich noch an eine Aufnahme mit Lieblingszoom Konrad, wo wir über unsere Lieblings-YouTuber gesprochen haben. Ich erinnere mich, dass wir damals eine Bootsruine erforscht haben bei dieser Aufnahme, aber ob das die hier ist, keine Ahnung. Den habe ich ja schon genannt. Hast du? Ja, das war Ach so, ach die Mann, Frikadelle. ja. Die Dann musst du noch Schlembitz. deinen Platz 3 sagen, glaube ich, Mein ne? Platz 3. Da würde ich Ja. sogar sagen, da sind wir jetzt auch schon wieder bei Kronk. Ja, Das waren ist ja nicht die schlimm. GTA Online-Geschichten mit Tobinator, Sarazar, Ja.
Currywurst. Okay. Geile Sache. Ich fand es ein bisschen schade, dass Gronkh da irgendwann raus ist, aber ich konnte es verstehen, weil Es er war irgendwie nicht so irgendwann. seins, Nee, ne? das war gar nicht so seins. So überhaupt dieses Online-Gezocke, das ist irgendwie nicht so seine Sache, habe Nee, ich das aber Gefühl. das war ja gerade das Lustige. Ja, Weil mit man dem da Gronkh auch Ameisen war mal ein das ja, bisschen. ne? Ja, Ja, die. genau. Oder Currywurst haben sie auch so kennengelernt, ne? Ja, und die Pandoria. Und die Pandoria. Ja. Aber das ist auch so. Das Auch war dann mit. aber auch, wo Gronkh nicht mehr dabei war, war das auch nicht mehr so. Es war nicht mehr das Cool. Gleiche. Er war schon ein bisschen so. Ein bisschen der Unterhalter einfach auch, ne? Ist er einfach. Hier waren wir aber offenbar drin, wie es hier aussieht, ne? Hier waren wir sehr, sehr offenbar drin. Schauen wir mal. Oh, das Zeug hätte ich wahrscheinlich nicht mitgenommen. Schatzkarte. Weiß ich nicht. Weiß ich ja nicht. Sehr, sehr interessant. Wir waren hier mal. Aber wann waren wir hier und warum? Und. Also jetzt mal ganz ehrlich, könnt ihr euch daran erinnern, liebe Zuschauer? Wo hab ich den jetzt her? Interessant. Könnt ihr euch daran erinnern, dass wir hier mal gewesen sind? Aber mir sagt das alles wirklich überhaupt nichts. Aber wenn das alles so stimmt, und offenbar tut's das, dann waren wir ja scheinbar mal in dem Pilzbiom. Vielleicht nur ganz kurz, aber wir waren mal drin. Weil die Fackeln, die werden ja nicht einfach so generiert, ja? Die sind ja von uns hier platziert worden irgendwann. Was ist das? Ich weiß, was das ist. Das ist tatsächlich das, wo wir mit Konrad waren. Da bin ich mir jetzt sehr, sehr sicher. Pass auf, da vorne ist ein Netherportal. Da vorne bei den Booten ist ein Netherportal. Komm mit. Ich bin mir sehr, sehr sicher. Ich muss diese Folge mit Konrad nochmal anschauen. Was soll das denn? Wieso hatten wir denn schon mal so ein Biom gefunden und ich habe mir das einfach nicht gemerkt? Bin ich eigentlich doof? Ihr braucht nicht darauf zu antworten. What? Weil das hier kommt mir sehr bekannt vor. Uha. So, dann. Klettern wir hier mal runter. Was haben wir hier drin? Nischt. Und hier ist ein Netherportal. Ha. Also, ich gehe jetzt natürlich trotzdem auf dem regulären Weg weiter. Aber wir waren hier offenbar mal. Weißt du was? Der LA, der wird ja auf mich warten, oder? Ich gehe mal ganz kurz durch. Ich muss mal schauen, wo wir hier sind. Hier sind wir. So, und das steht hier unter Wasser gedönst. Mehr steht hier nicht. Junge, Junge, Junge. Ist das frech. So. Ich denke mal, wenn da Konrad steht, werde ich schon wissen, was damit gemeint ist. Und dann gehen wir einmal wieder zurück und hoffen, dass der Elaine noch da ist. Das wäre jetzt natürlich sehr, sehr wichtig. Aber ich wollte mir das gerade mal ganz kurz angucken, wo auf unserem Nether-Weg das ist. Okay, ich höre schon mal unseren kleinen Freund. Das ist gut. Oh, jetzt sitzt er im Boot. Ja, das ist auch nicht schlecht. Dann können wir ihn umso leichter mitnehmen. Alles klar. Alles klar. Dann paddeln wir einmal Richtung Heimat. Also hier ist offenbar ein riesiges Pilzbiom, was wir wohl irgendwann mal ignoriert haben. Oder halt nur kurz angeschaut haben und dann direkt weitergegangen sind. Sehr interessant. Und das ist wahrscheinlich noch näher. Nicht nur wahrscheinlich, das ist hundertprozentig näher an unserem Zuhause dran. Als das, was wir in den letzten Folgen gefunden haben.
Wobei natürlich das, was wir in den letzten Folgen gefunden haben, eine perfektere Insel war, ne? Das hier ist ja keine Insel in dem Sinne. Das ist ja ans Festland so ein bisschen verbunden. Ja. Aber sehr interessant tatsächlich. Wow. Und das ist riesig. Da hinten geht es ja alles. Na, warte mal, das sind. Okay, das sind Akazien. Oh oh. Oh oh. Wir sollten paddeln. Paddeln, paddeln, paddeln. Ja, mega auf jeden Fall. Hier einfach so eine Pilzinsel. Und da ist ein Pillager-Outpost. Den können wir uns ja auch mal ein bisschen anschauen. Vielleicht haben wir Glück und finden noch einen Illay. Da freut sich auch der kleine Freund im Rücksitz. Übrigens zum Thema Musik. Oh ja, ich habe noch Sachen zu berichten, ne? Also einmal das Thema Musik. Ich habe ja gesagt, dass ich wieder eine Playlist errichten will für das Minecraft Let's Play, weil es einfach ein bisschen schöner ist, wenn da im Hintergrund so ein bisschen Musik läuft und so. Da bin ich dran. Ja. Guten Tag. Da bin ich dran. Also nur, dass ihr das wisst, das läuft. Um es mal mit Stromberg zu sagen. Nee, aber da bin ich wirklich dran. Bin da momentan schon am Lieder aussuchen, die da rein können und so weiter. Es soll ja natürlich auch eine relativ schon eine üppige Playlist sein, dass sich das auch lohnt. Weil mit irgendwie 20 Liedern brauchst du halt bei einem Minecraft Let's Play einfach nicht anfangen, ne? Ist ja klar. Von daher sollen es auch ein paar Lieder werden, dass sie sich nicht zu schnell dann wiederholen. So, und ich glaube, hier hört der Fluss auf. Das heißt, ab da müssen wir dann weiterlaufen. Genau, also Minecraft Let's Play Musik läuft. Das wird es dann demnächst geben. Ich weiß nicht, ob wir da schon in der nächsten Aufnahme mit fertig sein werden, ob ich damit fertig sein werde oder nicht. Müssen wir halt mal schauen, wenn ihr irgendwelche Lieder kennt, die halt auch ne, lizenzfreie Musik sind. Also nicht irgendwie jetzt irgendein Lied von Jay-Z mir vorschlagen. Das ist vielleicht nicht so gut, weil ich die halt einfach nicht nutzen kann, solche Lieder. Aber wenn ihr irgendwelche lizenzfreie Musik kennt, die halt, wo der Rechteinhaber gesagt hat, okay, ja, benutzt das ruhig auf YouTube, habe ich kein Problem damit, dann gerne mal Bescheid sagen. Aha. Interessantes Dorf hier. Ob wir hier auch schon mal waren? Ob wir hier auch schon mal? Es sieht nicht so aus. Es sieht gar nicht mal so unbedingt danach aus. Da ist das nächste Dorf. Komm, wir legen uns hier gerade mal irgendwo pennen. Und zwar hier. Hier ist. Der ist ja super. So, ist hier ein Bett drin? Nö. Ups. Einfach ein Eimer. Auch so ein. Wie heißt das? Topf natürlich. Ein Blumentopf. Hat hier jemand ein Bett für mich irgendwie? Du hast ein Bett. Morgen, gute Nacht. Kriegst dein Bett gleich wieder. Ich brauche es nur ganz kurz. Ich mache auch damit auf wundersame Art und Weise, sorge ich dafür, dass es auf einmal wieder Tag ist. Wenn das kein Deal ist. Vorsicht, da ist ein Zombie. Aber du wirst schon wissen, was du tust. So, lieber LA, kommen Sie bitte. Sehr vielen Dank. Okay, also das ist das eine. Und ich habe etwas Herausragendes gefunden. Also da muss ich wirklich sagen. Das ist wirklich geil, was ich da gefunden habe, ganz ehrlich. Und zwar habe ich ja schon mal das ein oder andere Mal damit kokettiert, Map Art zu machen hier in Let's Play. Also für alle, die es nicht kennen, man kann mit Hilfe von den Karten, die es in Minecraft gibt, kleine Bilder erstellen, indem man halt das, was auf der Karte gezeigt wird, das Gebiet, das auf der Karte gezeigt wird, wie ein riesiges Bild so umgestaltet. Dass dann halt im Endeffekt, ne, Block für Block, Pixel für Pixel, ein Bild daraus entsteht. Das nennt man Map Art. Und ich habe eine Möglichkeit gefunden, eine Art und Weise, wie das viel, viel einfacher geht, ohne dass man die Karte wirklich gestalten muss auf der Map. Also ohne dass man ein riesiges Gebiet, irgendwie in irgendeiner Form gestalten muss und da irgendwelche.
Terraforming Sachen machen muss und dann tausende Blöcke umbauen muss und so weiter, sondern es geht viel, viel einfacher. Man muss nur wissen, wie. Ja, und ich weiß mittlerweile wie und deshalb werden wir auch das Thema mal angehen in wahrscheinlich auch der nächsten Aufnahme oder so, sobald wir halt zu Hause sind und dann auch mal wirklich ja, konstruktiv eine Verwendung dafür haben. Ich möchte jetzt nicht einfach nur irgendwelche Map Arts auf diese Karte hier knallen, einfach weil wir es können, einfach weil wir es haben, sondern das soll dann natürlich auch schon irgendeinen Sinn und Zweck haben. Ist da oben eine Fackel? Fackel oder Blume? Das ist eine Blume, glaube ich. Ja. Also das auch nochmal zu eurer Info. Da wird einiges kommen und ich freue mich schon richtig drauf. Weil ich war ja, ich habe ja schon mal darüber geredet, ne, im Let's Play, dass wir auch mal eine Map-Art machen können, hier im Let's Play halt einfach. Das wäre halt natürlich sehr langfristig und ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt das Spannendste. Also es ist vielleicht mal interessant, um es mal im Let's Play zu zeigen. Aber es ist wahrscheinlich auf Dauer nicht so das Allerspannendste, weil man halt einfach nur Blöcke setzt und so. Ich meine, das Ergebnis ist dann natürlich cool. Da ist ein Netherportal. Interesting. Ich erinnere mich auch hier noch dunkel dran. Das Ergebnis ist natürlich dann cool, aber der Weg dahin ist jetzt nicht unbedingt das, was man als atemberaubend cool und spannend bezeichnen würde. Von daher